mir ist Anja und heute ist der Tag, an dem ich endlich Klein beigebe. Ich habe ein Video auf YouTube gesehen, wie man sich einfachst die Haare färben kann. Und ich meine, ich habe nichts Besseres zu tun, seien wir ehrlich. Warum musst du raus? Okay, wo war ich? Genau, wir färben uns die Haare. Also ich färbe mir die Haare, weil ich habe ein YouTube-Tutorial gesehen und es sah so einfach aus. Und ich habe am Anfang gedacht, als ich das Video geguckt habe und sie das gemacht hat, so, oh, das wird doch nichts. Das sieht ja furchtbar aus von der Auftragung, weil es richtig unsauber war. Aber am Ende sah das mega hübsch aus, ja? Und deswegen denke ich mir, wenn die das kann und die macht das beim ersten Try und ich habe langjährige Haarfärbeerfahrung, weil ich die, seitdem ich 16 bin, blondiert habe, dann will ich mich aufhalten. Also, Tobi! Du willst mich aufhalten. Ich wollte gerade sagen, weil wir mich aufhalten, meine Katzen. Aber ja, meine Katzen wollen mich aufhalten. Denn er klopft die ganze Zeit an der Tür, weil er raus will, weil ich meine Zimmertür zugemacht habe, damit mein Mitbewohner mich nicht die ganze Zeit reden hört. Mit mir selber. Wie ein Weirdo. Wir reisen jetzt zum lokalen Drogeriemarkt, um dort Haarfarbemittel zu kaufen. So, liebe Freunde, ich habe wertige Haarfarbe gekauft in dunkelblond angeblich. Aber, also es sieht eher aus wie braun. Der Trick ist, ich mache das quasi so oben drauf und dann bleibt es unten blond und dann wird das ansonsten dunkel. You know what I mean? By the way, darf ich nur mal anmerken, ja? Ich habe meine Maske selber genäht. Ich habe die gleiche Farbe vom Stoff gefunden wie mein Oberteil. Und ich bin voll zufrieden mit meiner Outfit-Zusammenstellungs-, wie auch immer man das nennen will, Geschichte. Naja. Wollte ich nur an der Seite mal anmerken. Okay, so damit ihr auch wisst, wovon ich rede, was wir heute machen. Ich habe dieses Video hier gefunden, ja? Und das ist im Prinzip, hat die blonde Haare, so wie ich, und möchte ihren Ansatz runterfärben und hat sich dafür Haarfarbe gekauft, so wie ich. Und das ist die Methode, nur damit ihr wisst, was wir machen. Ich gucke mir das nämlich auch nochmal gerade an, weil das ist eine Weile her und ist, das ist eine permanente Sache. Ich würde nicht gerne aussehen wie ein Clown, jedes Mal. Deswegen, hey. Ah, okay, man kämpft das alles nach vorne. Okay, man macht Partien, kämpft es nach vorne, schmiert es ein. Sieht nicht so schwer aus. Ja, jedenfalls, ich weiß nicht, was ihr im Rest des Videos macht. Aber ihr könnt euch kurz hier das Ergebnis angucken. Aber so sieht es am Ende aus, ja? Also mein Ansatz ist rausgewachsen und man sieht ganz deutlich diese Linie. Und ich finde die Linie hässlich. Deswegen will ich die Linie wegkriegen. Das ist der Plan. So, willkommen in meinem Badezimmer. Ich glaube, hier habe ich ungefähr einmal gefilmt in meinem Leben. Es ist auch meistens dreckig. Aber ich habe jetzt alles bereitgestellt. Das heißt, wir können jetzt unsere Mischung abwischen und ich hoffe aufs Beste und dass ihr meinen Mitbewohner nicht im Hintergrund hört, das hoffe ich hauptsächlich. Das ist eigentlich ganz angenehm, also Leute dabei zu haben, weil sonst bin ich immer sehr einsam, wenn ich das mache und habe nichts zu tun. Deswegen kann ich mich nicht beschweren, so die Anleitung brauchen wir nicht, ich würde behaupten, ich weiß, was ich tue. Warte, was? Enthält Wasserstoffperoxid? Nein, ich will nicht, dass sie heller werden. Sie sind schon so hell. Wir gehen dunkler. Kontakt mit den Augen vermeiden. Sofort Augen spülen. Ja, darf nicht in die Hände von Kindern genommen. Ich bin kein Kind mehr. Deswegen mischen wir jetzt ihn hier mit ihm hier. Boah. Also, ich habe das schon mal gemacht. Aber da hat es nicht so gestunken. Ich glaube, ich habe schlechte Farbe erwischt. So, jetzt ist alles drin und wir vermischen es hochprofessionell. Das riecht nicht gut. Aber es sieht aus wie das Gelee, wie es halt aussehen soll, ne? Ich bin auch sehr professionell, denn ich mache es nicht in diesen Fläschchen hier, die man schüttelt und dann macht man das drauf und dann wird es nichts. Nein, ich habe extra eine Schüssel dafür. Und es wird noch wilder. Ich habe mir so ein Dings gekauft zum Teilen, you know? So, wo man so die Partien abmacht. Und dann hier ist so ein Pinsel drauf, da kann ich das drauf schmieren. Ich denke, ja, ich kann mir Großes erwarten. Wir machen Creme um meine Kopfhaut rum, denn sonst kann es böse enden. Ich habe, by the way, meine Haare seit ungefähr, ich weiß, es ist jetzt eklig, aber ich habe die seit ungefähr 4-5 Tagen nicht gewaschen, weil, ja, ich habe das schon eine Weile geplant. Und man soll das nicht auf frische Haare machen und meine Haare werden, also, ich meine, ihr seht es ja, die werden nicht sehr schnell fettig. Deswegen ist meine Theorie, sie müssen ein bisschen fettig sein, damit sie nicht kaputt gehen, beziehungsweise damit die Kopfhaut geschützt ist. So, wenn ich die blondiert habe, sollte man auch eine Weile lang keine Haare waschen, damit das Färbemittel dich nicht so aggressiv angreift. Und ich meine, es kostet ja keinen was. Ich sitze eh zu Hause, mich sieht keiner.
lurking in between. So, ich möchte nur mal anmerken, ja, ich habe gesagt, oh ja, es geht nicht so mein Gesicht am Arsch, das war überall hier, weil die Haare ja drauf lagen, deswegen ist das jetzt alles rot, weil da die Farbe drauf war und meine Haut, ich denke, ah! So viel dazu, ich weiß noch nicht, wie lange habe ich denn jetzt drauf? Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, ich würde es jetzt noch ungefähr 10, 20 Minuten drauf lassen, damit es dunkler wird, weil momentan ist es ja noch nicht allzu dunkel und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich. Falls ich nicht gestorben bin zwischendurch an irgendwelchen Hautverletzungen. Also ich habe nochmal 10 Minuten gemacht, eine Viertelstunde. Und ich denke, das wird reichen. Ich meine, sie sind halbwegs dunkel, meiner Meinung nach. Viel dunkler müssen sie nicht werden. Und dann waschen wir den Spaß jetzt mal aus. Okay, erste Bestandsaufnahme. Es sieht tatsächlich ziemlich dunkel aus. Ich musste mich leider umziehen, weil meine Klamotten voller Farbmittel waren. Es ist relativ dunkel. Ich habe am Ende noch Spülung reingemacht mit pinker Farbe, weil meine Spitzen sonst irgendwie so grünlich sind und ich das hässlich finde. Und pink ist die Counterfarbe zu grün. Ich habe mir jetzt Essen gemacht, also während die Haare tragen. Deswegen, ja, das ist Omelette, falls es euch interessiert. Tada, Mittagessen. So, dala, so sehen wir aus. Ich muss sagen, ich bin nicht unzufrieden, es ist deutlich dunkler als am Anfang und man hat nicht mehr diese hässliche Kante. Ich bin überrascht, ja? Not gonna lie. Abgesehen davon, dass mein ganzes Gesicht voll ist mit Farbe, beziehungsweise ich krieg's nicht abgewaschen, ja? Ich hab's versucht. Ich hab's mehrmals versucht abzuwaschen mit Zeugs, aber es geht nicht raus. Deswegen ist meine Haut wohl jetzt permanent mitgefärbt worden. Aber abgesehen von solchen Dingen und der Sauerei, die ich in meinem Bad angerichtet habe, bin ich semi-zufrieden. Die sind noch nicht ganz trocken, deswegen sind sie noch ein bisschen grisselig. Nicht schlecht, ha? Seid ihr überrascht? Ich bin überrascht. Sorry übrigens, das ist ein bisschen out of line für meinen Kanal. Ich habe das Gefühl, das sind nicht so die Videos, die ich normalerweise mache. Aber falls es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!